So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt. Wir spielen Chicory, eine farbenfrohe Geschichte. Das ist ein kleines Indie-Game, welches ich schon seit über einem Jahr im Blick habe. Ich habe, glaube ich, auf Twitter zuerst mal einen Tweet vor einem Jahr von den Entwicklern mal gesehen oder so. Irgendwer hatte das retweetet und hatte ich das gesehen. Und das sah sehr cute aus. Ist so schwarz-weiß, aber man ist so ein kleiner Cartoon-Hund und läuft rum und kann die Welt anmalen und damit Rätsel lösen. Und was ich jetzt seit Release mitbekommen habe, dass sehr viele das als solltest du dich verpassen Spiel bezeichnen. Es ist am Ende wahrscheinlich halt trotzdem ein Indie-Spiel, also kein Elden Ring. Aber ich bin sehr gespannt und eine farbenfrohe Geschichte klingt doch sehr schön. Wir spielen Singleplayer. Ich wusste nicht, dass es Koop hat, aber es geht eh um Sachen anmalen und da will ich nicht, dass jemand anderes sich einmischt. Und fangen wir einfach mal an. Was ist dein Leibgericht? Oh, Pommes. Nein, ich muss ja ein Vorbild sein. Salat. Kennt ihr das, wenn ihr so unentschlossen seid, dass ihr euch gar nicht auf eine Sache einigen könnt? Das ist alles halt lecker. Aber eigentlich mag ich Pommes echt gerne. Ich esse auch jetzt nicht immer Pommes. Ich könnte natürlich auch, ich weiß nicht, auswählen, aber ich will dem Spiel ja schon eine Antwort geben. Vielleicht macht es damit ja mal was Cooles. Ist doch egal, sind es Pommes. Bestätigen. Der magische Pinsel. Jeder Pinselstrich füllt unsere Welt mit Farbe. Ja? Kann ich das bewegen? Nein. Aber natürlich braucht es auch ein Farbenkind, um den Pinsel zu schwingen. Dieser Pinsel wurde im Laufe der Zeit von Generation zu Generation weitergegeben. Leertaste. Aber das aktuelle Farbenkind, Chicory, ist ja so cool. Ein richtiges Genie. Okay, das ist nicht der Hund. Ich dachte, der Hund wäre Chicory. Plot Twist. Wir sind nicht Chicory, wir sind scheinbar nur uncool. Aber die ist so cool. Dank ihr ist unsere Welt so schön wie noch nie. Und deshalb ist es meine Aufgabe, ihren Turm sauber zu halten. Tada! Das sind wir. Ein Doggo mit einem Besen. Und scheinbar dürfen wir noch nicht malen, aber wir können... Oh, wir können wischen! Oh. Habe ich was kaputt gemacht? Ich bin einfach komplett eskaliert. Hallo? Okay. Ich mach ganz vorsichtig weiter. Ich wollte ja nicht hier alles unnötig umwerfen. Ich glaube einfach, das ist umso mehr ich gereinigt habe. Ich weiß nicht, wir putzen einfach. Ich finde es sehr satisfying schon. Ich habe auch auf Steam vor kurzem so ein Spiel gespielt, wo man mit so einem Hochdruckwasserreiniger Sachen sauber macht. Oh, super satisfying. Dauert zwar ewig, aber sehr cool. Ich kann selbst die ganzen... Da, guck mal, die Regale. So kann ich sauber machen. Wir müssen einfach nur wischen. Ja, ja. Einfach weitermachen. Es wird nichts Schlimmes passiert. Wir haben eine eigene Stimme. Oh Gott. Oh nein. Chicorys hübsche Farben. Ich habe wohl zu gründlich sauber gemacht. Wie er geguckt hat. Ich muss dir sofort Bescheid sagen. Jetzt kann ich... Ja. Oh, ich gehe zu gründlich. Ich sehe hier überall noch Dreck an der Wand. Als würde ich aus dem Raum rausgehen, bevor ich fertig bin. Oh, ich könnte auch so fies sein. So, jetzt gehe ich aus dem Raum. Nein, 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 nein. Alles muss sauber sein. Puh, das fühlt sich gut an. Ja, der Hund weiß es. Was ist hier, die Sachen so ein bisschen drauf reagieren? Ich kann hier so ein... Sehr, sehr cool. Ja, also, bevor ihr wieder ständig in den Kommentaren fragt, ich nehme es vorweg. Ja, das ist ein Projekt. Ja, es wird mehrere Folgen haben. Und ja, ich denke, ich werde es schaffen, dass täglich einfach eine Folge kommt. Keine 7 Folgen am Tag, sondern einfach gemütlich. Eine Folge am Tag könnt ihr euch gönnen. Und ich schaue, dass sie so 20 Minuten sind, weil das ist so die perfekte YouTube-Länge. Ich weiß, 40 Minuten sind der Shit. Aber hat nicht jeder die Zeit dafür. 20 Minuten ist, glaube ich, eine schöne Zeit. So, gucken wir mal nach. Wir haben alle Farben verloren. Hallo? Turm der Farben. Nicht mehr ganz so. Seltsam. Eben war doch alles noch bunt. Porträts. Oh yeah, dieses Porträt. Das ist Mandel, ein Klassiker unter den Farbenkindern. Sie hat als eine der ersten ihre Persönlichkeit in ihr Farbwerk einfließen lassen.
Die Stilrichtungen der Farbenkinder wurden nach ihr wesentlich vielfältiger. Man muss einfach Respekt vor ihrem Vermächtnis haben. Warum habe ich hier so eine Hand? Ach, ich kann die rumziehen, die Sprechblase. Okay, warum auch immer. Ich glaube, ich will jetzt nicht die Lore von jedem einzelnen Farbenkind, oder? Das hier, ich glaube, das ist Karotte. Er war ganz in Ordnung, sehr experimentell. Ich glaube, selbst zu seiner Zeit war er nicht sonderlich beliebt. Doch, wir nehmen es mit. Komm, wir genießen das Spiel. Ist ja einfach chillig. Ich will euch auch nicht langweilen. Wir können ja später nochmal in den Turm kommen. Ich weiß aber, dass er immer noch einige Fans hat. Okay, wir gucken uns später das hier an. Das kriegen wir schon hin. Wir dürfen hier bestimmt nochmal rein in den Farbenturm. Weil diese 800 Farbenkinder angucken, ich verstehe schon, dass die... Ja, da oben ist der Coole. Aber da ist jemand, der guckt nicht so cool. Kann ich das Porträt kann ich nicht angucken. Chicorys Zimmer. Chicory! Ich bin sicher, sie ist hier. Aber es ist abgeschlossen. Ah, es muss doch die totale Panik herrschen. Und sie hat ihren Pinsel hier einfach liegen gelassen. Was soll ich tun? Den Pinsel nehmen. Was, wenn ich den Pinsel schwinge? Da freut er sich schon, der Hundi. Genau wie sie. Sicher wird sie die Hilfe zu schätzen wissen. Haha, Künstler-Joke. Vielleicht. Wenigstens ganz kurz. Auf keinen Fall. Das dürfen wir nicht. Ich kann aber die Wand... Da, mach auf. Okay. Oh, da ist ein Übersetzungsfehler drin. Egal, wenigstens ganz kurz. Jetzt nimmt sie ihn. Oh, beim dritten Mal ansprechen selbst. Ich kann so oft Nein sagen, wie ich will. Ah, nee, es kommen Credits. Spiel vorbei. Ach, guck mal, wir sind im Hauptmenü. Fortsetzen. Aha. So. Ja, ich nehme den Pinsel. Du hast den Pinsel. Der scheinbar schon blau ist. Wir haben Musik. Wie kann man meinen? Oh, du bist blau und du bist blau und du bist blau und du bist blau. Oh, wir können auch verschiedene Farben. Erster Zylinder. Zack. Was eine schöne Welt. Ja, die können grün, die Pflanzen und die Gemälde gehören. Okay, wir haben nicht so viele Farben. So. Schön, oder? Okay, wir haben den Pinsel gefunden, aber... Oh, wir können uns selber auch anmalen. Ja, so, oder? Lila mit blauen Hosen? Klingt doch cool. Ah, mit Rechtsklick kann ich radieren. Oh, dann habe ich Lila mit weißen Hosen. Ich werde mich tausendmal selber anmalen. Das Geräusch finde ich cool vom Anmalen. Ja, gut, gehen wir mal raus. Hier, was ist los in der Welt? Warum ist die Farbe weg? Kapitel 1. Der dunkle Wald. Der farbenfrohe dunkle Wald gleich. Wahrscheinlich Mittagsmahl. Heißt so das Dorf? Ja. Hallo? Hier geht's zum Nachtmahlwald. Oh, dort wohnt Brombeere. Sie war das Farbenkind vor Chicorée. Eine lebende Legende. Vielleicht weiß sie ja, was vor sich hier was passiert. Aber ich sollte auch die Stadtbewohner ansehen. Knabbertunnel in dieser Richtung. Lila Bäume. Okay. Gucken wir mal, was abgeht. Thymian, hallo. Wusstest du schon, dass man mit anderen zusammen malen kann? Wenn du das Spiel mit P pausierst und dann Koop starten wählst, kann jemand anderes mit dir spielen und deinen zusätzlichen Pinsel steuern. Okay, aber ich bin hier alleine in dieser Pinselwelt gefangen. Ah, eine Echse. Hallo. Hallo, Pommes? Ich heiße Pommes? Ah, die Leute heißen in dieser Welt wie ihr Lieblingsessen. Ich verstehe. Ich heiße Pommes. Das ist super. Ich wollte schon immer Pommes in einem Videospiel heißen. Ah, es ergibt sehr viel Sinn, wenn man drüber nachdenkt und die anderen Namen so in Betracht zieht bisher. Die ganze Farbe ist verschwunden. Was ist hier los? Und warum hast du Chicorys Pinsel? Ich habe das Gefühl, etwas stimmt ganz und gar nicht.
Also, wenn du den Pinsel hast, könntest du dann mein Haus wieder einfärben? Wie immer du magst. Du kannst das Mausrad oder Z benutzen, um Farben zu ändern. Limone. Okay, du kriegst blaue Fensterchen und ein bisschen grüne Hauswand. Muss nur aufpassen, die Fenster nicht zu erwischen. So. Was für eine Dachfarbe wollen wir wählen? So. Schön gründlich. Da kriegst du noch ein rotes Dach. Ich habe einen Schmetterling aus Versehen angemalt. Das ist noch nicht fertig. Danke, aber... Es tut mir leid. Kannst du ein wenig davon löschen? Das kannst du mit Rechtsklick tun. Ich werde dir sagen, wann du mit dem Löschen aufhören sollst. Also willst du keine Dachfarbe. Ja? Willst du überhaupt eine Farbe? Oh, das reicht. Hallo, dein Haus ist fast wieder ohne Farbe. Danke. Es war nicht so, wie es mir zuvor gefallen hat. Aber du kannst es wieder neu färben, wenn du möchtest. Ich würde mich freuen, wenn du es anders färben könntest. Da! Ich hoffe, du bist zufrieden mit deinem neuen Haus. 100% rot. Oh, bist du also fertig? Dann ist das in Ordnung. Es ist bloß so ganz anders als das, was Chicory gemacht hat. Aber danke. Okay, die ist halt überhaupt nicht zufrieden mit dem Haus, was ich für sie gemalt habe. Vielleicht, weil ich ein bisschen lieblos das einfach nur angemalt habe. Hier, guck mal. Ich mal... Oh! Wenn ich zweimal klicke, mache ich einen Flecki. Okay, dann... Ja, guck mal. Ich mal deine einzelnen Zinnen sogar cool an. Und dann kriegst du noch bunte Fenster. So. Aber ich weiß es zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst. Danke nochmals. Ich habe noch nie erlebt, dass die ganze Farbe einfach so verschwindet. Es fühlt sich nicht richtig an. Weißt du, was da los ist? Okay, also ich glaube, vielleicht ist der einfach halt, weißt du, der weiß meine Kunst nicht zu schätzen. Hier. Oh. Okay, also Farbe kann so Sachen auch beeinflussen. Das ist schön. Versperrt. Warte mal einen Augenblick. Du klingst nicht so. Tut mir leid, heute bin ich spät dran. Habe ich sogar fast die falsche Stimme gehabt. Verflixt, hab sogar vergessen, mich anzuziehen. Sollte Eingabe oder E-Druck, um meine Kleidung zu wechseln. So, schon viel besser. Okay, komm herein. I. Shift-Farben sind gesperrt, Farben können sich ändern. Lol. Ich kann meinen Hut absetzen. Verkleiden. Achso. Ja. Da habe ich verschiedene Overalls, theoretisch. Aber ich hab nur den Overall. Ja, und den Künstlerhut habe ich mir noch nicht verdient. Finde ich so cuter, sowieso. Okay, hier habe ich so meine Sammlung. Und sonst nichts. Okay, cool. Habe ich ein Menü. Okay, machen wir mal. Machen wir hier mal ein bisschen schöner. So. So. Das ganze Möbel mal ein bisschen anmalen und die. Ach, cool, dass man bei denen Kleidung einzeln einfärben kann. Hallo, Cola. Hey, hallo, Pommes. Was gibt es Neues am Turm? Wie ich sehe, hast dir Chicory den Pinsel ausgeliehen. Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Da habe ich mir gerade gedacht, dass unser Shirt-Design ein wenig fade ist. Magst du für uns ein neues Shirt malen? Ja, klar. Super. Alle werden aus dem Häuschen sein, weil mein neues Farbenkind es gemalt hat. Mach einfach, was du willst. Denk dran, du kannst mit Alt und X verwenden, um die Pinselgröße zu ändern. Okay, aber mach beides nur größer. Designe ein Shirt. Ich kann aber nur schwarz malen. Okay. Ich kann auch mit Rechtsklick radieren. Ein Yo-T-Shirt mit einem Zylinder. Machen wir noch Augen drunter. Und einen Mund. Und eine Nase. Keine Nase? Keine Nase. Fertig. Das ist mein neues Shirt. Wow, das sieht toll aus! Ups, da habe ich glatt deine Theke angemalt vor Freude. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, ohne dass du eins mitnimmst.
Du bekommst ein T-Shirt. Maßgefertigtes T-Shirt. Jetzt tragen. Jo, guck mal, wir haben ein Zombie-T-Shirt an. Let's go. Dann brauchen wir auch keine Farbe mehr. Insane. Na, wie viele Sterne gibst du meinem T-Shirt? Huch, warte, da kam gerade irgendwie ein Balken oben und unten. Nein? Beim Aufstehen. Ah, okay, warum auch. Hallo, Zucchini. Hä? Entschuldige, ich arbeite gerade. Störe mit jemand anderes. Okay, hallo, cooles Schaf. Hafer. Mond ist die Möglichkeit zu sagen, das bin ich. Und wenn Mond wirklich erhaben ist, dann sagt sie, das ist die Welt in diesem Moment. Doch was ist die Welt im Moment? Ein Beanie und eine Jacke mit Taschen. Genau nach diesem Outfit suche ich gerade. Wenn du mir das zeigen kannst, gebe ich dir was Cooles. Okay, also brauche ich da mehr Kleidung für. Okay, wir haben uns hier ein bisschen im Dorf umgeguckt. Der erste Part kann eventuell länger sein. Ach, ich kann meine Beine... Macht die wieder groß, wenn ich gegendreht. Okay. Ja, wir wollen ja nur in den Wald. Du bist auf dem Gemälde gewesen. Ich komme nicht zu dir hin, weil du irgendwo oben stehst. Die Miam-Höhle. Kriege ich irgendwie Licht? Nee. Ich kann die nur alle lila anmalen. Ich kann versuchen, blind meinen Weg hier durchzufinden, aber irgendwie hänge ich hier. Okay. Woher habe ich überhaupt so ein schönes Lila gehabt? Habe ich in der Höhle andere Farben? Ja. Hier voll das krasse Pink. Aha, je nach Ort habe ich also andere Farben. Ich gucke jetzt mal hier rüber. Da kann ich rein. Ah, guck mal, dann mache ich die Farbe weg und dann kann ich hier rüber gehen. Und das ist ein Geschenk. Oh, eine Mütze, ein Beanie. Cool. So haben wir uns schon mal geupgradet. Was bist du? Und irgendwas aufgehoben. Ein wenig Müll. Ja, Müll aufheben ist ja auch gut. Okay. Ja, guck mal, die ganzen Pflanzen und so wachsen dadurch. Ach, ich kann selbst hier in der Welt meine Pinselgröße umstellen. Cool. Denkt, ich habe irgendwas davon, das hier anzumalen? Ich wollte es einfach nur schöner machen. So, guck mal. Ich habe einen Screenshot gemacht. Ich komme jetzt zwar nicht weiter, aber... Hey, immerhin. Ja, guck mal, das Mittagsmahl. Warum glänzerst du? Ah, nur ein Geschenk. Oder Blumen. Du bekommst ein gestreiftes T-Shirt. Okay, wir finden also sehr viel Kleidung. Ich würde gerne erstmal wissen, was hier überhaupt abgeht. Ah, guck mal, die können wir klein machen, dann können wir hier rüber gehen. Und dann können wir die klein machen und dann sind wir hier bei dir. Hallo. Hat Jekori dir diesen Pinsel gegeben? Ja. Dann ist es noch schlimmer, als ich gedacht habe. Du wirkst nicht so, als seist du bereit. Hoffentlich irre ich mich da. Komm, hier entlang. Nachtmalwald. Ich war mich gerade schon gewundert, warum ist die Steuerung so merkwürdig? Weil ich einfach ein Gamepad auf einmal in der Hand habe. Wir haben diese komischen Pilze gesehen. Ah, die können mich katapultieren. Ah, die färben mich auch ein. Okay. Cool. Ja, ich glaube, wir beschäftigen uns nicht damit, die gesamte Landschaft auszumalen, sondern einfach mal hier so ein bisschen jetzt voranzukommen. Wir haben ja hier bestimmt viel zu entdecken. Wie würde ich da hinkommen? Also meine Idee war jetzt hier so rüber zu springen, aber das geht ja gar nicht, weil der müsste ja dann hier sein. Und da ist nichts. Und runterlaufen kann ich auch nicht einfach. Ah. Naja, ja, das ist ja klar, was ich machen will. Die will ich ja als Plattform hier behalten. Da unten ist Müll. Den müssen wir ja gleich noch aufheben gehen dann. Vielleicht kann ich ja meine Richtung ändern, während ich über die Dinger springe. Warum hast du gewackelt? Lol, die Katze! Da, Katze. Katze. Achso, ich muss hier... Die ist unter mir. Ha, Katze. Verirrtes Kind, Leertaste. Hallo! Du hast ein verirrtes Kind gefunden. Okay, gerne, denke ich. Immer eine Freude zu helfen. Aber jetzt habe ich mich selber auch verirrt ein bisschen.
Ich glaube, man kann die Richtung dabei ändern. Anders ergibt es gar keinen Sinn. Ja, ich kann einfach die Richtung drücken. Ja, so kann ich zum Beispiel hier hochhüpfen. Und dann bin ich hier oben und kriege ein Geschenk. Oh, ein Hoodie! Jetzt sind wir cool. Ja, das ist doch nice. Da drüben liegt nochmal Müll. Ah ja, wir haben so einen Müllcounter auch. Und hier ist wieder so eine dunkle Höhle, okay. Ich denke, wir kriegen ja noch früher oder später Upgrades oder sowas. Als ob ich mir die gesamte Karte hier merke. Schon viel. Da kann ich mich nicht so draufstellen und... Nee, das schleudert mich einfach weg. Okay. Wäre auch zu einfach gewesen. Dann mache ich dich klein, dann mache ich dich klein. Jetzt kann ich hier rüber gehen und zack. Ein weiteres Geschenk, ein Schal. Okay, man kriegt sehr schnell die Sachen. So, und damit komme ich zurück. Okay, hier war ja nur extra das Geschenk. Es gibt hier scheinbar einen festen Weg. Telefonzelle. Die einzige Nummer, die ich auswendig kenne, ist die meiner Eltern. Ich könnte sie ja mal anrufen. Sie wissen immer, was zu tun ist, wenn ich nicht weiter weiß. Sie sind einfach die Besten. Ja, mach doch. Zu Hause anrufen, um einen Hinweis zu bekommen, was jetzt zu tun wäre. Achso, nee, Hinweise brauche ich nicht. Wir sind ja, glaube ich, eventuell hier richtig. Hier will nur ein bisschen Farbe in dem Haus. Hinsetzen. Dass man auf allen Sachen sich so draufsetzen kann. Irgendwo cute, aber... Ja. Irgendwie fehlt hier ein Einwohner. Hier, ich male dein Dach an. Und deine Wände. Da, du wohnst hier bei den Orangenbäumen. Und der Orangentelefonzelle. Ja, wir sind hier schon bestimmt auf dem richtigen Weg. Sah ja gruselig aus, wie es hinter mir so dunkel wurde. Ah, aber hier ist es auch einfach generell dunkel. Hallo? Wir sind im Dungeon. Das ist ganz schön düster. Ich hoffe einfach, dass wir da rauskommen. Ja. Okay, einfach das Dunkle gehen. Ah, hallo, da bist du wieder. Du hast es also endlich geschafft. Dies hier wollte ich dir zeigen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Doch wenn Chicory glaubt, dass du den Pinsel verdienst, dann obliegt es deiner Verantwortung, dich dem hier zu stellen. Was genau geht hier vor? Was ist mit den Farben meiner Schülerin passiert? Da wird schwarz. Achtung. Und wo ist sie? Der Hund guckt auch voll verstört. Es löscht die Farben, das Schwarze. Ah. Schmal dich an. Okay, okay, warte, wir malen die kleinen Augen kaputt. Stirb, stirb. Hier irgendwas auch? Ah, ich kann einfach einmal reintippen mit dem Pinsel. Oh, die schießen echt. Okay. Aber alles schnell zumachen. Kein Problem. Yo. Böse, 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 böse. Okay, wir haben die Augen wieder besiegt. Das große Auge aktiviert sich. Ich kann es nicht anmalen. Jetzt kann ich es anmalen. Alter, wie Musik hier abgeht. Hier lasert einfach irgendwo lang. Okay, immer warten, bis ich gelasert habe, dann kann ich sie zumachen. Wenn alle sechs Augen hier mal lasern, wird es ein bisschen kritischer. Hallo? Die machen wir erstmal zu. So, und so. Easy, ich besiege deine Augen. Was willst du tun, Giga-Auge? Ah, es bewegt sich! Zack, 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 zack. Hilfe! Zack, 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 zack. Und darüber? Ja. Mit dem Billo-Laser kriegst du mich nicht. Ich kann den Mund malen. Ah! Oh, okay, ich mal dir keinen Mund mehr. Ich verstehe schon. 2, 3. Ja, guck jetzt. Schau, wie glücklich du bist. Ich glaube, wir haben es besiegt. Sind jetzt die Farben zurück? Ist das Spiel vorbei? Haben wir gewonnen? Kapitel 2. Pflichten eines Farbenkindes. Weiterspielen. LOL! Ich kenne das Haus!
So, aber an dieser schönen Stelle würde ich sagen, war es das mit der ersten Folge Chicorée. Chicorée? Wie auch immer, das war es auf jeden Fall mit der ersten Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir herausfinden, was wir da gerade eben gesehen haben. Oder zumindest ein bisschen mehr erfahren, wer weiß. Bis dann, euer Zimbelmann.